Das gehört mir. Ich habe den Code geknackt. Nicht du, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das ist meine. Das ist meine. Das ist deine. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge eines süßen kleinen Horror-Games. Wir spielen heute The True Ingredients. Schöne, leckere Augen, die uns bösartig hier angucken durch einen kleinen Schlitz. Ich weiß nicht genau, was uns da hier alles begegnet. Wir fangen an. Start. Wir starten. Are you ready, kids? Are you ready, kids? I can't hear you. I can't hear you. Los geht's. So, it was a normal day in under Weezip City. Es war ein ganz normaler Tag. You were hungry and wanted a human patty. Du warst hungrig und wolltest einen menschlichen Patty. So you decided to go to the Crunchy Cans Restaurant. Dann hast du dich entschlossen, zu Crunchy Cans Restaurant zu gehen. So. Blub, 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 blub. Hier sind wir. Wir haben Hunger. Hi. Oh, okay. Okay. Ich wollte doch nur Hallo sagen. Hallo. Ich wollte doch nur Hallo sagen, mehr eigentlich nicht. Order hier, bestelle hier. Press E. Welcome to Crunch, Crunchy Crunch Restaurant. Willkommen. Was kann ich für Sie tun? Human Patty, Human Patty, Human Patty, Human Patty. Ganz viel Auswahl. Ich kann mich hier gar nicht entscheiden, was ich hier nehmen soll. Ich glaube, wir nehmen das dritte, den Human Patty. Oh, like a Human Patty, please. Ein Human Patty, please. Find a seat. I'll tell you when it's ready. Setzen Sie sich. Ich sage Ihnen, wann es fertig ist. Zack. Wir setzen uns. Ganz weit weg vom Fisch. Ich soll aufstehen. Oh, was macht der? Kotzt der? Ist der gestorben? Ich geh mal hin. Hallo, Mr. Fish. Oh, der ist tot. Oh, this guy went to sleep on a ketchup. Er ist eingeschlafen. It seems fun. Es sieht lustig aus. I should probably to try that later. Ich sollte es später versuchen. Der ist doch tot. Hallo, ich glaube, ich habe ihn zu Tode erschreckt. Is my human patty ready? Is my patty fertig? Es ist fast fertig, but we ran out of patties, so it might take longer. Aber wir haben leider keine mehr, deshalb wird es eventuell länger dauern. Is there any way to speed it up? Gibt es irgendeine Möglichkeit, um es zu beschleunigen? You can go to the warehouse and get some patties. Sie können ins Lager gehen und einige holen. Be careful, sei vorsichtig. Es ist sehr dunkel draußen. And whatever you do, do not go to the room at the end of the corridor. Und was auch immer sie tun, gehen sie nicht in den Raum am Ende des Gangs. Da gehe ich aber trotzdem hin. Kann ich eigentlich raus? Nö, okay. Da. Wird uns sogar angezeigt. So, schön. Wir können da natürlich hin. Ich will wissen, was da ist. Press to interact. Achso. I have to get a patty before exiting the warehouse. Ich muss ein Patty holen, bevor ich das Lager verlasse. Na. So, das sieht aber echt düster aus. Was war das? Da ist Blut. Ah, da darf ich nicht rein. Ich glaube, ich bin gestorben. You have to get a patty. Ja, wir gehen ja schon. Ich gehe auch nicht mehr in den Raum am Ende des Korridors. Versprochen. Ich hab's kapiert. Das ist abgeschlossen. Ich bin halt neugierig. Ich will da immer gleich wissen, was da ist. Bevor wir anfangen, kann ich da was nehmen. Außer hier diese schönen Patties, die uns hier angezeigt werden. Nee, also, zack. Ich habe einen. Wir gehen hoch, weil wir haben ja Hunger. Wir wollen ein Patty essen. So. Aber eigentlich müsste ich das doch in die Küche bringen. Oder? Oh, you actually managed to get a patty from the cursed warehouse. Good job. Sie haben es tatsächlich geschafft, von dem verfluchten Lager ein Patty zu bringen. Sehr gute Arbeit. Now go inside the kitchen and put it on the grill. Jetzt muss ich das Ding auch noch selber braten oder was? Ich soll in die Küche gehen und mir das Ding selber
auf den Grill packen. Okay. The kitchen is in the first door on your right. Die Küche ist gleich in der ersten Tür, durch die erste Tür rechts. Ja. Press E. Ja. I have to take the patty first. Ich muss erst den Patty für... Okay. Das, ist der durch? Ich mag es nicht, wenn da noch ein bisschen Roh drin ist. Das finde ich eklig. Ah, es hat gebimmelt. Es ist fertig. Das ist ja braun. Ach, dann ist er halt braun. Wow. Dickes Teil. Wo ist hier das bisschen Gemüse und Tomate? Ich bin, muss ich ehrlich sagen, das fehlt. Zack. Sit down and enjoy your human patty. Setz dich und genieße deinen menschlichen Patty. Was will ich da genießen? Boah. Sofort trocken. Total trocken. So, wie esse ich jetzt? Eat. Ich will da gar nicht reinbeißen. Was macht denn der? Der schlägt mit dem Kopf gegen die Tür. Soll ich das Ding jetzt wirklich essen? Ich finde das so... Ja. Naja, egal. Da fehlt doch da viel. Die Soße, die Tomate, die Gurke. Ein bisschen Salat. The human patty tasted like my grandma Toenails. Na, lecker. Der hat genauso geschmeckt wie der Zehennagel meiner Großmutter, weil ich auch weiß, wie der schmeckt. Was macht denn der? Das tut doch weh! Ich würde ja gern die Tür aufmachen. So, was muss ich jetzt machen? Bezahlen? Wie bitte? That would be... $78.99 kostet mich jetzt dieser Patty. $78.99, wie bitte? Genauso. Jetzt wird er teurer. $87.99. Why the hell is it so expensive? Warum zum Teufel ist es so trocken? Hör zu, there must be a mistake. Da muss ein Fehler vorliegen. I have only ordered a simple human patty. Ich habe nur einen ganz normalen menschlichen Patty bestellt. Mehr nicht. I said that would be... Jetzt wird er nochmal teurer. Ich glaube, weil ich den dritten gewählt habe, oder was? Jetzt kostet es $98.99. Okay, okay, chill out. I don't have $100 in my pocket right now. I have only 35. Bleib ganz ruhig. Ich habe keine $100 in meiner Tasche. Ich habe nur 35. So you're saying you don't have the money for the human patty with you? Du sagst also, du hast kein Geld mit dir? No, I mean yes, I have the money at home. Nein, aber ich meine, ich habe das Geld, aber zu Hause. I can just go and get it for you right now. Ich kann schnell nach Hause gehen und es für dich bringen. Kann der mal aufhören? Da kriege ich ja selber schon Kopfschmerzen. Dong, dong, dong. Richtig pochende Kopfschmerzen. So, you're saying you don't have... Ja, ich rede hier mit dir. Don't have the money for the human patty with you right now. So, du sagst also, du hast im Moment das Geld nicht mit dabei. No, I told you, I don't have $100 with me right now. Nein, ich habe dir doch gesagt, dass ich keine $100 mit mir dabei habe im Moment. Oh, 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 lass mich im Leben. Ah! Und wieso bin ich jetzt gestorben? Nee, bin ich nicht. Ich dachte gerade, ich bin gestorben. Ich weiß ja, dass man offene Rechnung begleichen soll, aber $100 ist zu viel. Egal, was für Fleisch es ist. Bäh, lecker, lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Hello, my darling. Hey, are you okay? Hey, bist du in Ordnung? Why are you stuck in a cage? Warum bist du im Käfig gefangen? I was trying to steal the secret formula. Ich habe versucht, die heimliche Formel zu stehlen. But I failed. Aber ich habe versagt. Und Mr. Crab hat mich in den Käfig gesteckt. How did you get stuck in this room? Nun, wie bist du hier in den Raum gekommen? Did you try to steal the secret formula? Hast du auch versucht, die geheimnisvolle Formel zu stehlen? Nö, ich habe nur keine Rechnung bezahlt. No, the human patty was too expensive. Nein, der Patty war zu teuer. And I didn't have enough money to pay it back. Und ich hatte nicht genug Geld, es zu bezahlen. I know, Mr. Crab is an asshole. Ich weiß, Mr. Crab ist ein A. Punkt, 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 Punkt. Anyway, I'll try to save you from this cage. Wie auch immer, ich werde versuchen, dich hier zu befreien. Don't really try, Mr. Crab has locked the cage and swallowed the key, but good luck anyway.
Mr. Crab hat es hier den Käfig abgeschlossen und den Schlüssel versteckt, aber wie auch immer. Viel Glück. Danke, danke, danke. Was habe ich hier? A box with two balls inside. Eine Box mit zwei Bällen. Scheint nicht sehr useful zu sein. Fell small boxes. I don't think I hear. Also drei kleine Boxen, die brauche ich auch nicht. Ich habe einen Code. Ich habe einen Code. Fischi-Stern. Boxkreis. Das sollte eigentlich gar nicht schwer sein. Hier, drei Fischis. Ne, wie mache ich das? It seems like a keyboard. I should find a passcode. Ich sollte ein Passwort finden. Yes, das haben wir ja schon gleich. Sterne, da war einer da und da habe ich nochmal einer gesehen. Zwei Sternchen mit Y. Das amerikanische Tastatur. Also ein Z. Was war das nächste? Boxen haben wir drei. Mit U. 1, 2, 3. Und Bälle waren zwei. Dahinter ist auch noch eine Box. Zählt die dann mit? Ich probiere es. Da ist noch eine Box. Die gucke ich, ob die mitzählt gleich. Und Kreise. Bälle hatten wir hier. Zwei. Zwei, 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 zwei Bälle. Also mit I. 1, 2. Nö, ich hab was falsch. Drei Fische. 1, 2, 3. Vielleicht zählt die Box nicht mit. Zwei Sterne. 1, 2. Zwei Sterne. Zwei Sterne. Und da sind 1, 2, 3. Zählt die Box vielleicht noch mit? Ne, das ist keine Box. 3, 4. 4 Boxes. Und 2 Kreise. Und 2 Kreise. 2 Bälle. Ich lass mal die eine Box weg. Ah, 5? Vielleicht. Ah, schade. Ja, da sind ja 4. Genau. Okay. Ich kann ja nicht schweben. Ich gehe da noch nicht rein. Ich muss hier einen Schlüssel finden. Ich muss den Kleinen hier erstmal befreien. This is useful. Das könnte ich gut gebrauchen. Dup, 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 dup. Vielleicht kriege ich es damit auf. Na. Ja. Thank you for saving me. Danke, dass du mich befreit hast. Let's go and find a way out of this place. Lass uns gehen und einen Ausweg finden und damit wir hier rauskommen. Hier war ich ja gerade drin. Kommst du? Ja. Abgeschlossen. Abgeschlossen. This door is locked. I should find another way. Diese Tür ist verschlossen. Ich sollte einen anderen Ausweg finden. Dup, 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 dup. Kommst du? Ja. Ja, I have to put the... Wie bitte? Ich muss die Brechstange erst wieder zurückbringen. Was soll das denn? Ich muss die Brechstange zurückbringen. Okay, hier ist die Brechstange. Jetzt gehen wir wieder. Herrlich. So, jetzt aber. Lalalala. Kommst du? Ich will nicht alleine hier durch. Nee, das ist kein Ausgang hier. Nee, das ist zu. Kommst, kommst. Was haben wir hier? Wieder. Habe ich was verpasst? Habe ich irgendwas verpasst? This is another keypad for the safe. I should find the passcode. Will ich denn hier Pass? Wo könnte ich denn was finden? Ich brauche noch meinen Pass. Gut, hier in dieser Tür war ich noch nicht drin. Da war. Ja, Sister. Kommst du rein? Ja, da kommst du rein. Ein Computer. All Passwords. Klick. Nee. 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 Nee, da steht doch aber alle Passwörter. Warte, YouTube. Oh. Wo soll jetzt das... Fünf! Fünf, merkt euch, eine 5! Null! Fünf, null... Acht! Noch eins! Fünf, null, acht! Die hätten ein besseres Lied wählen können. 9. 5, 0, 8, 9. Bist du jetzt fertig? 5089, 5089. Kommt da noch was ich vielleicht das später brauche? Ich habe keine Lust, dieses Lied zu Ende zu hören. Bis dahin habe ich das Passwort wieder vergessen. 5089. 5089. 5089.
5089, 5089. Und am Ende stehe ich davor und verdrehe die Zahlen. 5089. So. So, jetzt erstmal die 5. Z wieder 8. 0 und 9. 8, 9. Oder 5809. Ich hab's gewusst, dass ich es verdrehe. Bestimmt. Nee, 5089. Oh, siehste! Ich und Zahlendreher. Ganz, ganz, ganz schlimm. Sag's richtig, tippst du falsch ein. Das ist bestimmt die geheime Rezeptur. Ich hab den Code geknackt. Nicht du, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das ist meine. Das ist meine. Das ist deine. Was passiert jetzt? Das ist deine. Ich will es nicht mehr haben. Nee, oder? Run. Ja, run, 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 run. Was passiert jetzt? Der ist doch tot. Ich hab doch nichts geklaut. Kommt er mir hinterher? Wo muss ich denn jetzt hin? Einfach den Gang entlang, den Gang entlang. Wow, nix Gang entlang. Da kommt er! Wo müssen wir hin? Von da bin ich doch gekommen, oder? Was ist das denn? Oh, wie lang ist denn das? Ich hasse so Dinge, da bin ich immer ganz mies schlecht drauf. Boah, ich trau mich gar nicht umzudrehen. Im Moment kommt er noch nicht. Sag mal! Ausgang, 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 where is the exit? Wo ist der Ausgang? Please help me! Da, oder? Nee, da geht's noch weiter. Links oder rechts? Links. Boah, was? Nee, nee, nee. Ich bin tot. Ich bin geschreddert. Ich bin tot. Ich bin tot. Nee, oder? Nein, nein, nein. Das ist nicht euer Ernst. Ich bin der nächste menschliche Pettina, dann Mahlzeit. So, wir herrlich. Haben ein zweites Ende, habe ich gerade mitbekommen. Oder 3 oder 4 oder 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wir versuchen es nämlich dabei. Hinter dem Gang, da war nämlich noch eine Tür. Da möchte ich nochmal reinsprinten. So, ich gebe jetzt nochmal den Code ein und ich hoffe, dass es diesmal richtig ist. 5, 0, da habe ich ja schon 8. Warte mal, das ist die U. 8. Oder war das andersrum? Ich weiß es nicht mehr. 9. Ja, doch, das war der richtige Code. Weil wenn ich da so sprinte, da habe ich auf der rechten Seite nämlich eine Tür gesehen und ich habe keine Ahnung, was ich mit dieser Tür machen kann, ob ich da rein kann, weil ich möchte nicht wieder als ein Patty enden. Ich möchte nicht gefressen werden. Zack. Tot. Matsch. Matsch. So, renn, 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 renn. What? Da kommt ist das SpongeBob. Run, 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 run. Ich renne. Und ich hoffe, dass ich nicht an der Tür jetzt vorbei renne. Boah. Der Sound ist so laut. Irgendwo müsste... Boah, da kommt sie noch nicht, die Tür. Moment, Moment. Ich muss zurückrennen. Weil irgendwo auf der rechten Seite war eine Tür. So, so, so. So, 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 so. Ah. Das müsste doch bald kommen, oder? Was? Da vorne ist eine Tür, das ist es. Da komme ich nicht. Nee, oder? Was? Greg ist. Was ist Greg? Greg ist, was ist Greg? Keine Ahnung, ever. Weiß ich nicht. Ah! Wie will ich denn da so schnell was eintippen? Ihr Lieben! Wahnsinn. Jetzt aber. Oh. Das mache ich. Irgendwie vergesse ich den hier immer, dass ich da wieder zurückrennen muss. Vielleicht spare ich mir ja dann ein bisschen Zeit ein.
Vielleicht spare ich mir dann Zeit ein, wenn ich nicht gleich so in die Hände reinrenne. Aber jetzt kriege ich es. Jetzt schaffe ich es. Also ich da muss aufpassen. Ich muss Z drücken. Z, 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 amerikanische Tastatur. Nicht vergessen, amerikanische Tastatur. So, wir fangen an mit T. So, Y ist Z. Und U. Und I. Ich hab's geschafft, ich hab's. Oh, das ist schräg! Oh, wie herrlich! Hello, der sieht aus wie Mr. Terminator. Aber nur roten Kopf hat er. Oh, wie geil! Hallo? Herrlich! Ein Duell Shrek gegen SpongeBob. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ja, nichts, was passiert jetzt. Und wer war jetzt da hinter? Hinter Shrek stand doch gerade jemand, oder? Ja. Was passiert jetzt? Ju, das bin ich! Das bin ich. Ich dachte, ich sei ein menschlicher Patty Mensch. Naja, Jogolo. Pech gehabt, Mr. Shrek. Pech, Pech, Pech. Mr. Shrek, Mr. SpongeBob. Shrek hat mich gerettet. Oh. Rocket Launcher, puff, tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich liebe solche kleinen SpongeBob-Games, gell. Ich kann nicht aufhören. Ich hoffe, ich finde noch einige. Die sind so süß irgendwie gemacht. Aber auch ganz schön brutal und verwirrend. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Es wäre schön, wenn ihr wieder das nächste Mal mit reinschaut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und natürlich ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Eure Hysteria. Tschüss.